wunderbar an eigentlich all das, was wir vorher gehört haben. Es geht also wirklich um existenzielle Fragen des menschlichen Daseins, nämlich um Nachwuchs. Hat jemand schon Nachwuchs hier? Ja, wer kann sich vorstellen, mal irgendwann Nachwuchs zu haben? Ja, das sieht schon gut. Gut. Also, Nachwuchs ist toll, ist großartig, ja, ich habe selber zwei Kinder, wunderbar, ja, macht unheimlich viel Spaß, aber so als Betriebswirt, wir haben sogar einen dabei hier, ja, super, bravo. Also als Betriebswirt sieht man die Sachen meistens nicht so unbedingt immer so emotional verklärt, sondern halt so ein bisschen rational. Ja, und in Nachwuchs sieht man auch viel andere Dinge, nämlich zum Beispiel Planungsprobleme. Ja. Das fängt schon mit dem Namen an. Ja, der Name, das ist ja quasi eine Unique Selling Proposition, würde der BWLer sagen, ist so ganz wichtig. Ja. Und das wissen wir auch so aus dem täglichen Gebrauch, und es gibt sogar ein bisschen Studien dazu, dass bestimmte Vornamen mit bestimmten Vorurteilen belegt sind. Ja. Grundschullehrerinnen würden ihr Kind 12-mal lieber Adolf als Justin nennt. Adolf. Ja, also ich bitte euch. Ja, das geht ja wirklich nicht. Ja, das sagt aber eine ganze Menge aus, wie Justin so ankommt. Ja, also der Justin, der wird schon mal kein CEO. Ja. Und der Justin, der kriegt auch keinen Doktortitel. Ja. Also da müssen wir so ein bisschen aufpassen. Dann die Krippenwahl. Auch da ist natürlich eine Weichenstellung in eine erfolgreiche, glückliche Zukunft. Ja. Ehe man sich versieht, ist man irgendwie mit Cindy aus Marzahn Junior in der nächsten Kindergartengruppe, während nebenan irgendwie Einstein Junior großgezogen wird. Ja, und jetzt muss das eine Kind ja nicht mal unbedingt so das Schlauste von allen sein, aber wenn es halt neben Einstein Junior steht, dann gibt es den sogenannten Halo-Effekt. Halo-Effekt sagt, dass man das so ausstrahlt und dass das eigene Kind dadurch automatisch intelligenter wahrgenommen wird. Ja, davon möchte man natürlich profitieren. Es gibt eine Menge andere Dinge, die man so im täglichen Alltag bewältigen muss, wie beispielsweise, möchte ich jetzt den staubsaugerbetriebenen Nasenschleimsauger kaufen oder irgendwie die Baby-Feuchttücher mit irgendwie der Milch von usbekischen Bergziegen oder dergleichen. Und es gibt so ganz einfache Tourenplanungsprobleme. Ich muss irgendwie mit dem Kinderwagen zur Reinigung, zum Fahrradladen, zur Apotheke, Bäckerei, Metzgerei und so weiter. Und das sieht natürlich hier nicht allzu komplex aus. Tatsächlich gibt es aber über 43 Milliarden verschiedene Möglichkeiten, wie ich diese Station hier abfahren kann. Ja, und da ist natürlich Ausprobieren jetzt nicht so super. Ja. Das Ganze ist ja so schon irgendwie wenig erfreulich für junge Eltern. Ja. Dazu kommt noch, dass wir unter drastischem Ressourcenmangel leiden. Ja. Ich habe das hier mal abgetragen auf der Y-Achse, das Freizeitbudget junger Eltern in Stunden am Tag. Und auf der X-Achse, die Monat vor bzw. nach der Geburt, da sehen wir ein gewisses Muster. Ja? Und das bewegt sich erstmal so bei 5-6 Stunden und da gibt es so ein, also der BWLer würde genau sagen, ein Strukturbruch. Ja? Und dieser Strukturbruch geschieht so etwa bei der Geburt. Ja? Und zack ist das Freizeitbudget auf einem Null-Level und erholt sich davon nur so ganz langsam. Nach 18 Jahren etwa ist das wieder auf dem Start. Also ihr seht schon das Problem jetzt. Ja? So dieses medial geprägte Ideal der glücklichen Eltern, die völlig entspannt in so einem kleinen französischen Straßencafé sitzen, ihren Bio-Latte Macchiato mit Sojamilch schlürfen, mit den gut gelaunten Kindern. Nein. Ja. Die Realität sieht ganz anders aus. Ja. Gestresste Eltern bis zum Anschlag, die versuchen irgendwie ihr Belag zu beruhigen. Ja, und das ist natürlich völlig hilflos. Ja, das sieht etwa so aus, als wenn eine unbewaffnete UN-Hilfstruppe sich irgendeiner aufgeputschten Rebellenmiliz gegenübergestellt sieht. Ja, das wird einfach nichts. Ja. Aber das Gute ist, liebe Nerds, das muss halt nicht sein. Ja, weil glücklicherweise gibt es ja die Betriebswirte und die haben sich eine Menge Planungs- und Optimierungstools überlegt, um solche Probleme zeit- und kostenoptimal lösen zu können. Ja, und das Ziel des Ganzen ist natürlich, das kindliche Glück und die Elternzufriedenheit zu maximieren. Da werden wir uns gleich mal zwei Beispiele anschauen. Zunächst einmal müssen wir uns aber natürlich die Kosten anschauen. Kosten sind natürlich immer toll für BWLer. Und so ein Kind verursacht schon eine ganze Menge Kosten, bevor es überhaupt das erste Mal schreiend in den Armen der Hebamme liegt. Ja? Kaum sieht man irgendwie so einen Knubbel auf dem Ultraschall, liegen schon die ersten Hochglanzprospekte auf dem Couchtisch. Ja? Und da kann man irgendwie tolle Dinge kaufen, wie irgendwie Kinderzimmereinrichtungen und Klamotten und dergleichen. Ja?
Aber diesem hormonell gesteuerten Kaufrausch der ersten Schwangerschaftsmonate muss man natürlich objektiv und neutral mit einer Kostenanalyse gegenüberstellen, so als BWLer. Ja, und das habe ich mal gemacht und habe die Total Cost of Ownership ausgerechnet, also die Gesamtbetriebskosten eines Babys im ersten Jahr des Betriebs. Und da müssen wir natürlich verschiedene Kostenarten mal unterscheiden. Die ersten sind die verbrauchsgutspezifischen Handlingkosten. Ja, darunter fallen halt Babybrei, Windeln, Babymilch, Lebensprodukte und dergleichen. Dann gibt es aber auch gebrauchsgutspezifische Handlingkosten. Darunter fallen so Kleidung, Wickelkommode, dann Fläschchen, Sauger und dergleichen. Also kommen wir hier so etwa auf 1350 Euro pro Jahr bei den Handlingkosten. Dann wird der kleine Justin natürlich auch zum Baby-Yoga gefahren werden, zum Klavierunterricht und zum Chinesischkurs. Und deswegen auch Transportkosten in Höhe von 1320 Euro. Etwas uncharmant ausgedrückt, Lagerhaltungskosten. Fällt auch an. Ja. Irgendwelche Decken und Bettbezüge und dergleichen. Ja, und dann gibt es natürlich noch Marketingprofessor, ja, gibt es auch Marketingkosten oder Marketingaufwendungen. Ich würde lieber von Marketinginvestitionen reden, das hört sich viel besser an. Weil schließlich, wenn man so eine Geburtskarte verschickt, möchte man ja auch irgendeine Reaktion. Ja? Gerne auch in Form eines Geschenks. Ja. Da sehen wir also, haben wir die Total Cost of Ownership eines Kindes im ersten Jahr, die belaufen sich auf 6.090 Euro. Und das ist relativ konservativ gerechnet tatsächlich, weil da sind ja noch nicht die Mehraufwendungen, die sich jetzt durch den erhöhten Kalorienbedarf, durch Stillen und so ergeben, reingerechnet. Das ist natürlich, naja, kann man sagen, schon teuer sowas. Ja? Und wenn man sich das nicht leisten kann, dann muss man halt irgendwie ein Konsolidierungsprogramm fahren. Ja? Und nennen wir das einfach mal Fit for Future. Ja, das passt ja jetzt irgendwie auch. Und im Rahmen von so einem Fit for Future Konsolidierungsprogramm wird man halt versuchen, irgendwelche Kostenpositionen zu identifizieren, bei denen man halt ein bisschen Geld sparen kann. Und das Erste, was einem da natürlich ins Auge fällt, ist der Babybrei. Ja, der Babybrei ist teuer. Muss man den unbedingt vom Drogeriemarkt beziehen oder könnte man nicht eventuell das Ganze auch im Rahmen einer ausgefeilten Insourcing-Strategie in eine Eigenproduktion überführen? Und genau das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Das ist letztendlich eine Make-or-Buy-Entscheidung. Ja, Make selber machen oder Buy fremd zukaufen. Und wir schauen uns das jetzt mal an, anhand von Oma Hildegards Babybrei-Rezept, Haferflocken mit Obst. Oder das Pendant aus dem Drogeriemarkt der Marke, wir haben sie mal Spooky Luke genannt. Und jetzt wird es natürlich sagen, ja, typisch BWLer, ja, das ist natürlich hier nur Kosten und so, das ist doch nichts. Ja, genau. Richtig. Recht hast du, ja, Nea ist das, sie hat genau recht, ja, beschwert sich hier natürlich, weil das ist ja nicht nur Kosten, selbstgemacht schmeckt doch viel besser. Aber Vorsicht, liebe Nerds, ja. Dass ihr nicht den IKEA-Effekt auferlegt, ja, nachdem selbst hergestellte Dinge als besser, als höherwertiger wahrgenommen werden. Ja, das ist tatsächlich wirklich ein Effekt, den kennen wir aus den Verhaltenswissenschaften. Jeder, der schon mal ein Geschenk von einem Freund oder einer Freundin geschenkt bekommen hat, kann das bestätigen, dass eventuell derjenige, der es produziert hat, höher wertschätzt, als der, der es dann geschenkt bekommen hat. Ja? Aber dem kann man natürlich entgegenstehen, indem man eine kleine Marktstudie macht. Habe ich gemacht. Mit N von 20 Beobachtungen oder 20 Probanden, denen ich halt entweder den selbstproduzierten Babybrei vorgelegt habe oder halt das Pendant aus dem Drogeriemarkt und dann gefragt habe, lieber Proband, was glaubst du denn, ist das denn eine Eigenproduktion oder ein Fremdbezug? Und dann sehen wir hier unten natürlich wunderbar so eine Kreuztabelle, dass das mehr oder weniger gleich verteilt ist. Ja, und der Chi-Quadratwert, das sagt uns also, ist da ein Zusammenhang signifikant zwischen der Einschätzung des Breityps und dem tatsächlichen Breityp? Nein, ist nicht. Daher können wir diese ganze Make-or-Buy-Entscheidung wirklich auf die reine Kostenanalyse reduzieren. Und da gibt es natürlich verschiedene Kosten, die man beachten muss. Einerseits mal die variablen Kosten der Eigenproduktion, also die Kosten, die abhängig sind von der produzierten Breimenge. Und da fallen natürlich Materialkosten ins Gewicht, Wasserkosten, wenn wir jetzt so ganz genau nehmen, und die Arbeitskosten. Jetzt könnte man natürlich sagen, Arbeitskosten, ja, wie kann man das denn berechnen? Glücklicherweise gibt es halt tatsächlich Tabellen,
wo genau erfasst ist, wie lange es dauert, wenn ein Arbeiter seine Hand ausstreckt und einen Gegenstand aufnimmt oder sich in der Nase bohrt oder sonst irgendwas. Ja? Das ist also genau dargelegt und dann kann man anhand dieser Tabellen genau bestimmen, wie lange denn so eine Eigenproduktion von Babybrei dauern müsste. Das wären 12 Minuten und 2 Sekunden für 500 Gramm. Ist natürlich die Frage, was ist die kalkulatorische Grundlage dann für unsere Kostenberechnung? Ich habe jetzt mal einfach mit dem Mindestlohn gearbeitet, weil ich natürlich jetzt nicht sicher bin, ob das babyfrei produzierende Gewerbe irgendwie vom Mindestlohn ausgenommen ist, so wie irgendwie 50.000 andere Bereiche. Ja? Aber gehen wir einfach mal davon aus, dass 8,50 Euro auch hier gelten, hätten wir also Arbeitskosten von 1,70 Euro und wenn wir das Ganze dann aufaddieren und auf eine typische Portionsgröße von 190 Gramm beziehen, haben wir variable Kosten der Eigenproduktion in Höhe von 1,13 Euro. Fixkosten fallen auch an. Das sind die Kosten, die so durch nachgelagerte und vorgelagerte Aufgaben entstehen, wie zum Beispiel wie Waschen, Spülen und solche Sachen. Ja, 2,84 Euro hier mal angesetzt. Das können wir jetzt natürlich mal darstellen in so einer schönen Funktion. Hier die Kosten der Eigenproduktion. Steigen linear an, ist natürlich jetzt ein bisschen vereinfachen, weil sagen wir mal, wir würden 10 Tonnen von dem Babybrei produzieren und können dann davon ausgehen, dass wir auch gewisse Skaleneffekte realisieren können, sprich, wir kriegen dann vielleicht ein bisschen 5% Skonto aufs Rapsöl oder so. Aber ich habe es jetzt mal vereinfacht. Ja. Dem gegenüberstellen müssen wir natürlich die Kosten des Fremdbezugs und einfach Marktrecherche hier hat ergeben 1,39 Euro pro Portion. Ja. Und jetzt kriegen wir schon wunderbar unser Ergebnis. Wir sehen, dass diese beiden Funktionen sich hier etwa bei 11 Portionen kreuzen. Das heißt also, bis 11 Portionen wird sich hier eine Eigenproduktion lohnen, weil hier die Kosten niedriger sind. Ab 11 Portionen sollten wir hier in den Fremdbezug gehen und ab 11 Portionen sollten wir eher in die Eigenproduktion übergehen. Ja? Wenn man es dann ganz genau nehmen will, dann müsste man die optimale Portionsgröße 10,92 bei 15,18 kosten. Ja? Hätten wir das Problem also gelöst? Jetzt kann man natürlich sagen, Limitation dieser ersten Studie, ganz klar, reine Kostenbetrachtung, ist ein bisschen kurz gegriffen. Das stimmt auch. Vielleicht ist unser Kind ein sogenannter Variety Seeker. Ja, will also verschiedene Portionen oder verschiedene Arten von Babybrei mal ausprobieren. Dann haben wir natürlich ein Problem, wenn wir 500 Portionen auf Lager packen. Ja. Kann man kein Verderben und so, das ist natürlich schlecht. Darüber hinaus gibt es natürlich auch so eine Umweltbilanz zu beachten. Diese ganzen Gläser, die müssen ja ausgespült werden. Wenn ich jetzt fremd beziehe, ja, dann muss ich irgendwie zum Glascontainer fahren, es kostet Sprit, ja, dann stehe ich an diesem Glascontainer, der riecht irgendwie nach ranzigem Gurkenwasser, das sind auch psychologische Kosten und so weiter. Also da ist natürlich ein bisschen kurz gegriffen alles, ja, aber für den ersten Ansatz reicht's. Ja, also hätten wir das erste Problem, Make or Buy Babybrei, schon mal einigermaßen gut gehandhabt. Schauen wir uns den zweiten Bereich an. Kinderwagenkauf. Geil. Ja? Kinderwagenkauf ist Männersache. Ja? Ja, absolut. Ja. Das ist ein Statement, so ein Kinderwagen. Das ist nicht nur irgendwie so ein Vehikel mit ein bisschen Plastik dran und verdeckt. Nee, das ist ein Ausdruck männlicher Dominanz. Ja? Darüber hinaus muss so ein Kinderwagen auch einige funktionale Eigenschaften aufweisen, die euch jetzt gar nicht bewusst sein mögen. Ja? Stellt euch vor, ihr seid irgendwie in der Tram. So mies gelaunte, kinderlose Paare verblocken den Ausgang. Ja, was macht ihr? Nett fragen, ob man mal durchkommt, vergisst es. Ja? Weg freiräumen. Ja? Es muss also was Solides her. So ein bisschen prestigemäßig hier macht. Ja? Glücklicherweise gibt es da was im Markt. Den Mega Man Pram. Gibt es schon im Markt von Skoda ein Prototyp, dummerweise. Nicht ordentlich erwerbbar, das ist blöd an der Sache. Deswegen müssen wir halt auf die Standardmarken irgendwie ausweichen, wie diese hier. Ubaboo, vielleicht schon mal gehört, so der Rolls-Royce, der Kinderwagen, ja, kostet so viel wie ein Kleinwagen, das Ding. Ganz toll, bekannt aus Sex in the City, ja, Product Placement, tolle Sache, Marketingstrategien, also hat super funktioniert. Aber Bugaboo, ich bitte euch, ja, Bugaboo, das hört sich irgendwie an wie so das freundliche Schlossgespenst, ja, oder Winnie the Pooh oder irgendwas, ja. Das ist halt nicht wirklich Respekt einflößend, auch ABC-Design, ne.
Teutonia hingegen, das ist natürlich schon besser. Ja? Weil Teutonia, Teuton, ja? Schlacht vom Teutoburger Wald, Riesengemetzel, ja? Das schafft Respekt. Aber das Problem an der Sache ist natürlich, das könnte leicht zu einer Überstimulierung führen. Es gibt so eine Lambda-Hypothese in der Werbewirkungsforschung. Ja, wenn man irgendwie so Gemetzel in der Werbung sieht, dann gucken wir halt alle weg. Ja, das ist einfach zu viel für uns. Ja. Die Reaktion des Konsumenten ist Ablehnung. Ja. Und das könnte natürlich bei Teutonia auch der Fall sein. Teutoburger Wald, Gemetzel nicht gut. Ja. Deswegen nehmen wir lieber was anderes. Pec Perego, das hört sich auf den ersten Blick jetzt mal irgendwie nicht so sexy an, aber wir wissen aus der Marketingforschung, dass Markennamen mit dem Vorderzungenvokal E als agiler wahrgenommen werden. Das ist ja schon mal etwas. Ja? Deswegen können wir jetzt mal mit dem Pec Perego arbeiten, haben uns vielleicht sogar schon für ein Modell entschieden, dann geben sich aber Folgeprobleme, nämlich welche Eigenschaften soll denn dieser Marke haben? Kann man jetzt sagen, eine Latte Macchiato-Halterung ist natürlich wichtig, ja, Handyhalterung, Sitzdesign, aber das Sitzdesign gibt es dann in Silber, Blau, Rot, Gelb, Grün und wie kann ich das jetzt miteinander kombinieren? Also das ist irgendwie alles schwierig. Ja? Also wir haben ein kombinatorisches Problem. Wie können wir das handhaben? Mit der Conjoint-Analyse. Ja, da hat uns glücklicherweise die Marketingforschung ein tolles Instrument an die Hand gegeben. Das ist eigentlich ein Verfahren aus der Produktentwicklung, das versucht, das optimale Produkt zu finden. Jetzt ist die Frage, was ist das optimale Produkt? Naja, das, was dem Konsumenten den höchsten Nutzen verspricht. Und Nutzen ist hier bezogen auf die Summe der einzelnen Attributseigenschaften. Also so ein Produkt wird als Ganzes gesehen, als Summe von Attributen, hat eine Marke, hat eine Farbe, hat einen Preis. Und jede dieser Attribute hat eine bestimmte Ausprägung und die bietet uns einen bestimmten Nutzen. Das Nutzenmodell seht ihr auch hier unten. Ja, das ergibt sich so halt additiv aus den sogenannten Teilnutzenwerten. Und das hier ist eine Dummy-Variable, die wird halt 1, wenn wir ein bestimmtes Attribut-Level sehen in einer Bewertungssituation, oder 0 sonst. Ja, ein Auswahlmodell gibt es auch, damit kann man halt die Auswahlwahrscheinlichkeit für jeden Probanden bestimmen. Und das ist ein lineares Logic-Modell. Sieht irgendwie kompliziert aus, aber in der Anwendung ist es eigentlich ganz leicht. Weil so sieht so eine Auswahlsituation in der Conjoint-Analyse aus. Da seht ihr hier verschiedene Produktkonfigurationen. Kinderwagen mal mit braunen Sitzen, schwarzen Gestell, Sportsitz mit Sonnenschirm, dann mal mit blauen Sitzen und so weiter. Und ihr werdet genau damit mal konfrontiert in so einer Online-Abfrage beispielsweise. Und ihr wählt eins dieser drei Produkte oder halt eben ganz rechts keine der dargestellten Alternativen. Und aufgrund eurer Auswahlsituation wird dieser Algorithmus dann adaptiv sich anpassen, euch unterschiedliche Konfigurationen dieses Kinderwagens zeigen, bis das Ganze dann konvergiert und ihr irgendein Ergebnis bekommt, was dann zum Beispiel so aussehen kann. Da seht ihr hier die verschiedenen Eigenschaften und die Eigenschaftsausprägungen und daneben diese Teilnutzenwerte. Die geben letztendlich an, welchen Nutzen eine bestimmte Eigenschaftsausprägung für den Konsumenten hat. Immer in Bezug zu einer Referenzkategorie, hier beispielsweise schwarz. Ein blaues Sitzdesign, das hat halt einen positiven Teilnutzenwert. Also das sollten wir in dem Fall, also das Sitzdesign blau wählen, braun jetzt nicht so gut. Ja. Gestellfarbe, Silber hat einen positiven Teilnutzenwert und genauso der Sportsitz und die Sonnenschirme. Wir sehen also, der optimale Kinderwagen sollte also einen blauen Sitz haben, ein silbernes Gestell, einen Sportsitz und einen Sonnenschirm. Damit hätten wir also das zweite Problem der Kinderwagenkonfiguration optimal gelöst mit ein bisschen Marktforschungsinstrumentarium. Gibt es natürlich noch weiteren Forschungsbedarf und damit möchte ich dann noch schon schließen. Es gibt viele, viele andere Probleme, die man da natürlich jetzt angehen muss in solch einem Babymanagement. Ein Teil ist zum Beispiel das Windelbestandsmanagement. Windeln sind ja ein sogenanntes Fast Moving Consumer Good, ja? Also schnell umschlagendes Verbrauchsgut. Und jeder, der ein Kind hat, weiß genau, was damit gemeint ist. Ja? Also man kann gar nicht genug Windeln bevorraten, da kommt mal ein Durchfall oder es kann mal einen Streik geben von Pampers oder die Lufthansa streikt auch noch, die Bahn streikt auch noch und irgendwie alle streiken und es gibt keine Windeln mehr. Also optimal wäre es also, möglichst viele Windeln zu bevorraten. Ja? Aber Vorsicht, ja? Weil es gibt natürlich immer auch eine Kostenseite dazu. Stellt euch vor, ihr wohnt in so einer schönen 45 Quadratmeter Stadtwohnung und die ist komplett zugestellt mit Windelkartons. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Das ist nicht ästhetisch, ihr stößt da ständig gegen, verletzt euch vielleicht sogar. Also eigentlich müsste man sogar
einen kalkulatorischen Mietzins für die Windeln ansetzen. Ja? Und da gilt es natürlich jetzt abzuwägen, Nutzen einbußen durch den Platzmangel und Nutzen Gewinn durch die Sicherheit, die man hat. Aber das ist ein klassisches Lagerhaltungsproblem, was man mit Lagerhaltungsmethodik wunderbar lösen kann. Das zweite Problem, was wir noch so identifiziert haben, ist die Wellnessplanung. So ein Terminkalender von jungen Eltern, der sieht halt so aus wie der von der Angela Merkel so etwa. Da gibt es halt ständig Termine, muss Reinigungen zum Kinderwagen, zum Kindergarten, den Supermarkt, vielleicht noch zum Kinderarzt und so weiter. Und das alles muss irgendwie realisiert werden unter einer unglaublichen Lautstärke. So ein schreiendes Kind hört sich an wie ein F-16 beim Katapultstart vom Flugzeugträger. Ja. Und das kann natürlich schon mal so ein bisschen stressen. Ja. Und spätestens, wenn dann die besten Freunde sagen, hey, du siehst aber müde aus. Danke, ja, weiß ich. Ich habe auch irgendwie die letzten 6 Wochen nicht geschlafen. Dann ist Zeit für Wellness. Ja, eine kleine Wellness-Auszeit, um die Kräfte wieder ein bisschen zu regenerieren. Allerdings muss man da natürlich sehen, da sind natürlich auch Kosten verbunden. Man will das Geld ja nicht mit beiden Händen aus dem Fenster schmeißen. Man kann aber tatsächlich die durchschnittlichen Leistungsgrad junger Eltern maximieren, genauso wie das bei einer Maschinenbelegung ist. Ja? Das ist genau die Analogie davon. Und fragen, okay, was sind die Kosten von so einem Wellness und inwiefern sind die halt geeignet, um den durchschnittlichen Leistungsgrad ausreichend zu erhöhen. Das kann man mit deterministischen Simulationen wunderbar machen. Gut. Ich habe euch so ein bisschen Einblick gegeben in dieses spannende Forschungsfeld. Ja, ich bin natürlich jetzt gespannt auf eure Fragen. Mehr bedanke ich mich bei Janina Letto, die steht hoffentlich da hinten, irgendwo, ich sehe sie gerade zumindest nicht. Die hat nämlich diese wunderbaren Illustrationen gemacht, die ihr hier gesehen habt. Und freue mich auf eure Fragen, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Danke.